Großeinsatz für die Feuerwehr und Polizei in Kassel. Am Dienstagabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Kassel zum Buga-Gelände alarmiert. Ein 33-jähriger Mann war zum Baden an den Bugasee gefahren und hat sich bei seinen Bekannten nicht wieder gemeldet. Nach einer vergeblichen Suche entschied man sich, die Feuerwehr zu informieren, denn eine Hose und Schuhe lagen noch auf einer Bank, das Fahrrad stand daneben. Die Polizei suchte das Ufer ab, konnte den Mann jedoch nicht entdecken. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Sieben war im Einsatz und suchte die Umgebung ab. Sonar und Taucher wurden eingesetzt, jedoch alles vergeblich. Der Mann blieb verschwunden. Die Einsatzkräfte versuchten alles Menschenmögliche zu tun, den Mann zu finden. Jedoch gab es einige Probleme, die nicht lösbar schienen. Ja, wie man ja gerade sehen kann, setzt jetzt die Dunkelheit natürlich ein, also dass man auf Sicht sehr, sehr schlecht suchen kann. Und wir haben auch keine gesicherten Hinweise, in welchen Bereich die Person gegangen ist, so dass man nicht ganz klar sagen kann, in welchem Bereich von der Bugger man denn überhaupt suchen muss. Gegen 21 Uhr kam dann auch noch die Rettungshundestaffel zur Einsatzstelle, konnte die Person jedoch auch nicht finden. Mit einsetzender Dunkelheit gegen 21.30 Uhr musste die Suche dann erfolglos abgebrochen werden. Wie und in welchem Umfang die Suche am nächsten Tag weitergehen wird, konnte uns die Polizei noch nicht mitteilen.